Hallo und herzlich willkommen zu dem neuesten Quick-Tipp von Monia und Markus, hallo Monia. Hi Markus. In diesem Quick-Tipp geht es um das Thema Sicherheit. Das betrifft euch natürlich nicht erst seit Mac Yosemite, sondern schon in den Betriebssystemen davor. Und da gibt es einige wichtige Einstellungen, die man vornehmen kann, um den Mac noch sicherer zu machen. Natürlich ist es nicht so wie bei Windows, dass ihr alle Jahre lang Angst haben müsst, irgendwelche Viren auf euren Rechner zu bekommen. Dafür ist das System sicher genug. Aber man kann auch ein paar extra Einstellungen vornehmen, um den Mac noch sicherer zu machen. Markus, mach eine Sicherheitsburg aus unserem Mac. Ja, und vor allen Dingen auch bequemer. Es geht sich nämlich darum, um die Apps, die ich laden kann aus dem App Store. Ihr kennt den App Store alle, ab 10.6.6, da wurde er eingeführt, dass ich hier halt problemlos Programme laden kann und auch wieder entfernen. Die werden ja von Apple kontrolliert, sollten sie zumindest, und uns die Sicherheit geben, dass nichts passiert. Was ist jetzt aber, wenn ich mal eine Fremdsoftware laden will, aus dem Internet? Da ist mir schon oft früher passiert, dass der Rechner auf einmal sagte, nö, mache ich nicht, entspricht nicht dem Sicherheitsstandard von Apple. So, das kann man abschalten oder einschalten, begrenzen, indem ich habe jetzt hier gerade die Systemeinstellung geöffnet, habt ihr gesehen, auf Sicherheit klicke. So, und da gibt es hier unten Apps Download erlauben von. Jetzt steht hier Mac App Store. Ich mache das mal eben offen. Da kann man das besser sehen. So, hier steht also Mac App Store. Wenn ich jetzt das anklicken würde, könnte ich nur noch Software laden und ausführen, die aus dem App Store kommen. Höchste Sicherheitsstufe. Mac App Store und verifizierte Entwickler bedeutet einfach nur, ich kann mir als Entwickler bei Apple ein Zertifikat besorgen. Diese Software lässt sich dann öffnen. Keine Einschränkung bedeutet aber auch die geringste Sicherheit. Ich kann sämtlichen Müll, Entschuldigung, aus dem Internet laden und bin dann auch der Gefahr ausgesetzt, dass ich mir den Rechner irgendwie zerschieße. Weil es ist ja nun mal leider so, auch beim Installieren der Software muss ich ja meinen Benutzernamen und das Passwort angeben. Und da sitzt halt die größte Sicherheitslücke vor dem Rechner aus Unwissenheit. Also ich habe es immer entstehen auf dem mittleren Punkt und dann kann eigentlich gar nichts passieren. Wer überhaupt nicht sicher ist, der kann ja auch sagen, mit App Store, es gibt ja mittlerweile so viele Programme. Mittlerweile kann man auch hingehen, wenn man das nicht eingeschaltet hat, man drückt die rechte Maustaste auf der Software. Ich zeige jetzt mal irgendein Beispiel. Ich nehme jetzt mal hier rechte Maus. Dann könnte ich sagen, öffnen mit oder auch nur öffnen, wenn ich mich über die rechte Maustaste gehe und sage öffnen. Dann geht er davon aus, ich weiß, was ich tue und öffnet das auch ohne Frage, ob ich das überhaupt darf. Ja, so viel dazu. Ja, Markus, vielen Dank für den Quick-Tipp. Also macht euren Mac sicher. Mit einigen wenigen Einstellungen könnt ihr das beim Mac vornehmen. Ja, ich hoffe, euch hat unser Quick-Tipp gefallen und wir hören uns im nächsten. Bis dahin, tschüss. Tschüss.